Die Schweden sind wie die Mitdreißiger in der Disco. Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt. Fans und Experten aus ganz Deutschland haben entschieden. Der Fußballspruch des Jahres 2018 stammt von Thomas Hitzlsperger. Für seine humorvolle Analogie zwischen der schwedischen WM-Taktik und dem Disco-Verhalten von Mitdreißigern wurde der TV-Experte in Stuttgart nun mit der Preisfigur Max ausgezeichnet. Freut mich sehr natürlich, Preis zu gewinnen. Sie wissen, als Sportler ist es so, man will Erfolg haben, will Preise absahnen. Jetzt spiele ich nicht mehr Fußball, habe trotzdem einen Preis bekommen. Deswegen freut mich das natürlich. Konkurrenz ist immer gut. Es gibt so viele Leute im Fußball, die täglich sich äußern. Und da ist was Gutes dabei. Und jetzt ersten Preis zu kriegen, ist schön. Seit 2006 verleiht die Deutsche Akademie für Fußballkultur die Auszeichnung. Die Preisverleihung übernahm in diesem Jahr die Leiterin der Akademie, Birgit Glöckel. Zusammen mit der Trophäe erhielt Hitzlsperger zudem ein Preisgeld von 5.000 Euro, das Volkswagen als Unterstützer der Akademie zur Verfügung stellt. Ich habe glücklicherweise hier beim VfB Stuttgart die Möglichkeit, Projekte zu unterstützen. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir in der Kindertagesstätte hier in Stuttgart im Burgholzhof meine Saisonspende habe ich denen übergeben, knapp 5.000 Euro. Und dem Projekt möchte ich nochmal das Geld zugutekommen lassen. Wieder 5.000 Euro, deswegen da vielen Dank für die großzügige Spende, die ich bekommen habe und auch gern weiterreiche. Nach zuvor zwei Nominierungen durfte Hitzlsperger im dritten Anlauf endlich jubeln und kann sich nach seiner Auszeichnung für den Fußballspruch des Jahres nun wieder ganz auf seinen Job als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfB Stuttgart kümmern.